Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Stand Alone. Zu zweit. Welche Taste ist der Daumen nach oben? Ach, genau. F9. F9. So weit hinten vor allen Dingen, ey. Ja. Stinkefinger sei da vorne, das sagt alles, ne? Bestes Spiel aller Zeiten. Was ist denn F1? Grüßen, so wie was ich immer mache. Ach Quatsch, echt? Naja. Das passt, ja. Ja, das ist. So. Halt mal denn bitte vor dem den Turm da hinten an, der da genau vom Ausgang ist. Ich möchte da gerne mal hochgucken. Eieiei. Aber bergunter ist das auch kein. Wenn er stecken bleibt. Wo ist der Turm? Ach, da unten. Da unten. Lenk, Junge. Entweder lenkt gar nicht. Hast du gerade gesehen, ne? Entweder lenkt gar nicht oder er ballert rum. Aber es ist meine Schuld, wenn ich gegen ihn fahre. Ja! Ich finde die Treppe so geil, Alter. Man ist einfach so schnell oben. Beim Runter, da kannst du aber runterfallen, wenn du zu schnell runtergehst. Hier ist ein SK-Bajonett. Das habe ich vielleicht noch nicht. Na, nimm mit. Ist das von der SK? SKS, die ist das die wahrscheinlich. Nicht runterrennen, ne? Aber, ja, kannst du mal gehen. Renn doch mal kurz hoch. Ich will es mal sehen. Okay, jetzt laufe ich aber auch. Alter, oben da wie so ein Geschoss. Doch, kannst du auch runterrennen, ja? Normal bin ich jetzt runtergegangen. So, wie war ein Licht? Hell auch nicht, war. Ja. Na, noch bringt's nix. Also, wir haben den Server, wie gesagt, nicht ausgemacht und es dämmert gerade. Entweder wird's gerade dunkel oder hell. Es gibt leider keine Uhr im Spiel. Was mich persönlich ein bisschen nervt. Ah, Moment mal. Ich wollte mal das Spiel einen Tuck lauter machen. Der Tücke. Der Tücke. So, die Tücke ist jetzt lauter gemacht. Ein Punkt. Sag mal kurz was. Was? Naja, müsste passen. Ist aber irgendwie trotzdem eine mega geile Base hier oben. Ja. Ich finde es schade, dass das so passiert. Aber wie wir beide schon sagten, in irgendeinem Video haben wir gesagt, die Zombies fallen durch. Irgendwann wir auch. Na. Nach 5 Monaten Spielpause, wir fallen durch. Inklusive Auto. Das Auto hat ja auch wahrscheinlich so gedacht, Scheiße, was ist da passiert? Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Mein Motor war doch gar nicht an. Jetzt steht er aber woanders. Genau, fahr mal gegen den Pillar. Ach, du Geier. Ach, die sind wirklich nur unsichtbar. Nee, das wollte ich wissen, ob die unsichtbar sind. Hä? Ja, warte mal, sind alle unsichtbar? Wahrscheinlich. Wow, wir haben immer so Schiss. Ich meine, klar, man muss es trotzdem nicht übertreiben. Vielleicht ist irgendwann irgendeiner mal da. Ja, aber falls es mal passiert, dass man trotzdem vernünftig reagiert und nicht... Baum. Nein, der Baum ist sowieso. Jetzt hier, fahr mal komplett durch. Nee, Alter. Der letzte ist es denn? I don't think so. Du guckst links und rechts nach qualmenden Wichtels. Okay, ich sehe nichts. Hey, mach doch mal die Augen zu. Mach doch mal die Augen zu. Dann zeige ich dir mal einen echten Hasen. Kakadu. Hasen. Voll geschissenen Hasen. Was? Voll geschissen Eule. Ey. Du geschissen. Irgendwann sieht Laura das Video und dann mag sie dich erst recht nicht. Naja gut, dann musst du ihr dann nochmal eine Eule ausdrucken, ne? Sie weiß davon noch nichts. Also, ne? Ja, ich habe da noch eine andere von so einem normal, so eine einzelne, die ist auf so einem Astabteil da sitzen kann. Gib ihn. Also wie jetzt, wenn der Ast links und rechts abgeschnitten ist, halt wenn ach die so. Drauf sind, auf dem Ast. Gib ihn. Nochmal 4 Stunden oder 6 Stunden. Das ging bei denen. Oh, ich habe da nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte eigentlich. Ich kann ja nochmal nachgucken. Ich muss das nur noch einmal reinschmeißen. Und dann in das Slicer-Programm. Und dann sehe ich das ja, wie lange das gedauert hat. Achso, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, über einen 3D-Drucker. 4D, hallo. 4D. Natürlich, das kann sich auch von allein bewegen gleich. Level up. Level up.
Nein, er schwimmt halt in Geld und deswegen. Ja. Ne? Nein, aber dann also, muss es ja. Ja, na. Sag mal, bist du Rechtsabbiegung? Ja klar, Helikopter nochmal rum. Sag mal, hat er schon wieder vergessen, die Oma. War der so weit hinten? Ja. Ich hab komplett Standbild. Okay. Wow, ja, wo ich stehe. Nein, wir hätten das links fahren müssen. Nein. Ah, doch, stimmt, ja. Ja! Am Boden. Kannst du vielleicht erst nochmal rechts hochfahren und dann das erstmal komplett abdurchfahren. Ja, stimmt. Das soll vielleicht endlich mal eine Fahrradtür noch kriegen. Roten! Den du nicht kaputt fährst. Das Spaß beiseite. Ich lasse, dafür fahre ich heute nochmal ein Game kaputt nachher. Wir haben ja zwei, ne? Nein, okay. Zurück. Zurück. Drehen Sie bitte. Dreh doch. Jetzt fahrt. Jetzt gib doch mal erst, Mensch. Der mit dem grünen Armband, der kann auch nicht stehen. Da ist das Auto. Genau. Das Auto. Das Auto hat auch ein grünes Armband. Wo? Am Reifen. Komm über die Brücke, Pelzen! Oh, scheiße, ich hätte echt noch was auffüllen können auf meine Flasche. Zu spät, wir sind schon so weit. Ja, den müssen wir Backup machen. Einfach keinen Bock zurück zu laufen, nochmal Backup. Ah, ne. Einfach nein. Alter, das wirst du nachher machen wollen, wenn der gelbe kaputt ist, weil ich den zurückfahre. Wir haben einen gelben. Nein, hey, der gelbe, der da steht, ist meiner. Deiner steht schon da, ja. Deiner fast kompletter. Ach echt jetzt doch, ja? Ja. Na gut, der hat es ja gesagt, aber ich habe mich gewundert, weil du ja erst die Front und Dings noch haben wolltest. Ach nee, ich sag mal so, wenn wir wieder fahren, dann finden wir das irgendwann dafür wieder. Und wenn wir damit sowieso unterwegs sind, warum sollte ich ein komplettes fahren? Am besten, außerdem finden wir die Dinger sowieso mal so übelst oft. Eigentlich. Ja, stimmt. Wie oft wir die schon liegen lassen haben. So, ich bin mal gespannt, das muss hier irgendwo links sein. Nee, das war hier glaube ich schon. Nee, das despawnt dann trotzdem, obwohl der Server nicht neu gestartet wird. Scheiße, ja, es war hier links. Na gut. Schade. Ich dachte, da rechts war einer, aber der Baum hat nur so rötlich geleuchtet, da hinten zu kommen. Schade. Aber auch gut zu wissen. Ja, einmal lootet, ist er weg. Ja. Im Grunde bräuchten wir eigentlich nur die ganzen Helikopter-Spawns abklappern. Alle. Haben wir doch schon mal versucht. Geile, ja, da gibt's. Ja, wir haben aber nicht alle abgeklappert. Nee. Komplett auf der Wow! Also der ist überhaupt nicht weit genug weg. Ja, du bist doch genau gegen. Hä? Ach, steht da bei dir anders? Nein, du bist einen Meter weg. Also, du bist ja wohl behindert. Da das wohl anscheinend imaginär die Tür offen, würde ich mal sagen. Genau das habe ich mir auch gerade so gedacht. Du kriegst ja nicht. Du fährst sogar durch gegen imaginäres. Weißt du, ich fahr wesen gegen einen realistischen Baum. ich einfach gegen unsichtbare Türen. Ist einfach so. Hast du es einfach vorgestellt, nicht so buff. Ich mache so, Auto machen so, aber Auto brennt. Guck mal rechts hier wegen Auto, ne? Ja. Links, scheiße. Naja. Stand 4, ne? 2 LKWs. Oh, das wäre ein Traum gewesen. Hauptsache einen zusammenkriegen, ey. Bin mal gespannt, also wenn wir dafür noch die Reifen finden müssen, dann war's das. Ja, dann können wir es wirklich nur machen, indem wir halt den LKW die ganze Zeit finden, mehr nicht. Mehr geht's ja nicht. Ja. Und dann immer die Reifen klauen. Daher, wenn wir bis jetzt alles nullmal gefunden haben, wird schon sehr interessant. Ja, ich hoffe wirklich, dass der den normalen Kühler auch noch braucht. So wie bei der Autos. Wie jetzt? Ich fahr hier. Das ist meiner. Aber ich war. Gut, den steige ich halt wieder ein, so. Ich warte jetzt einfach. Viel Spaß. Dass du, Huren, jetzt auf den Fahrersitz wechselst, so wie ich jetzt. Hä? Ach Quatsch, das kann man so auch. Oh, wie? Ja. Das wusste ich nicht. Oh. Hoho. Hat man gerade einen Boost nach vorne? Ich nicht. Zumindest meine Tachonadel. Die ist von der Mitte aus rote, ey. Geschnellt. Geschnellt. Ja, geschnellt. Das kannst du haben. Qualmt der Jan schon raus, deiner, wa? Ja. Ich habe extra Nebel aktiviert. Da ist er fast aus der Kurve geflogen. Habt ihr gesehen? Wer du? Mich, du. Achso, nee. Oh. Baron.
Baron der Lüge. So, ich gucke mich jetzt auch ganz oft links und rechts um, komplett bis nach hinten. Das mache ich, genau, bis nach hinten nicht, aber ich gucke mir auch links und rechts ein bisschen. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv, ich brauche das nicht. Ich kann auch sehen, wenn hinter mir eine Fliege gegen scheißt. Da kommt eine Fliege, da kommt eine Fliege. Bam, Scheibenschaden angemacht. Welchen fährst du denn? Im dritten? Vierten. Wow, ich überhole dich. What gleich. The fuck? Ich bin jetzt bei 110, 11, 12. Okay, ich geh jetzt mal ein bisschen. Ja. Alle runter. Er beschleunigt zwar. Ne, dann auch nicht so. Was? Vorsicht, ja, Vorsicht, Tür. Naja. Also ist das hier nur ein gelbes Schauauto und kein Fahr. Alter. Ich schalte nochmal runter. Ich hab ein bisschen früh hochgeschaltet im dritten. Okay, warst du im dritten noch? Ich war die ganze Zeit vorhin im drücken. Seit wann traust du dich so schnell zu fahren? Oh, ganze Stuhl schon voll geschissen. Tja, ich bin mutig geworden. Warum ich einen neuen Stuhl brauche. Aber jetzt brauche ich wieder einen neuen. Alter Schwede, du kommst schon wieder an, oder? 212, 14, ja. 15, 16. 17, 18, 19, 20, 22. Vorsicht, 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 Vorsicht. Achso, du bist hinten. Oh, der zieht nach links! Oh! Ich hab Angst gehabt. Der hat übelst nach links gezogen auf einmal. Ich musste immer so stockend nach rechts, sonst irgendwie. Oh, nee. Das Reifen gerade geplatzt. Ist er nicht so. Ja gut, das Gelbe ist also nur ein Schauauto. Kein Auto, womit man weite Strecken fahren sollte. Die Sitze sind auch sehr unbequem, muss ich sagen. Warte, was? Es zieht auch ziemlich, ne? Nö, das nicht. Oh, wow. Solange die Fahrertür nicht dran ist, zieht hier nichts. Badass. Das wäre krank, wenn man irgendwann, ich sag mal, vom Spiel aus verpflichtend ist, die Fahrertür ranzupacken, damit das warm wird. Das wäre so geil. Nee. Deinstalliere ich das Spiel. Das kommt sofort runter von der Festplatte. Das machst du nicht. Das weiß ich jetzt. Nee. Nee. Wir haben noch ein 357 Tage Abo. Nee, 300. Warte mal, 354. Ja, 354, glaube ich, war das. Hey, 300. Warte mal. Ja, nee, doch. Oh! ja, gut, das gelbe Auto ist zwar cool, weil es gelb ist. Hallo? Als ich gekauft habe, war es weiß. Ah, es ist zu langsam, ist das macht mich gerade ein bisschen traurig. Aber egal. Ist nicht so, dass ich weine. Ne? So, jetzt haben wir wieder ein Auto zu viel rumstehen vorne. Ey. Ja, stimmt. Das Gelbe kann von mir aus wieder nach hinten. Oh, ist das ärgerlich, ey. Aber es fährt geil, auch durch Kurven. Es fährt wirklich geil. Du musst andersrum lenken. Hä? Ich will noch ein bisschen vor und dann will ich. Ach so. Der ist nur durch die Kante rückwärts erfahren. Weil die Kante schon zu viel war. So, da ist eine ganz leichte Kante. Ja, da müssen wir umdrehen, müssen wir wieder nach Hause fahren, das bringt nichts. So, was haben wir hier noch drin? Eine LKW-Batterie. Zwei Benzin, ein Wasser. Wie wär's, wenn wir Wasser nochmal abkochen? Hab ich jetzt einen Reifen noch? Wow. Oh, abkochen bringt bei mir doch nichts. Okay. Ich mach das rote Auto fertig. Achso. Zum Mitnehmen, ne? Nee, wir wollen doch. Scheiße, wir wollen zu Fuß dahin gehen. Mhm. Egal, machen wir. Ja, das Problem ist halt, ich habe beim zweiten Auto nicht wegen Sprit und Dings geguckt. Wieso nimmt jeder einen Kanister mit? 21 Kilo! Mhm. Wir gucken mal, wie das dann ist. Die Frau ist wegpacken können hier. Oh, die freut mich so, dass ich die habe.
Alter, warum leckt denn das so? Gott sei Dank, gehen wir jetzt, ey. Gott sei Dank, gehen wir, Alter. Was ist denn los mit dir? Hat man hier ein CC getreten? Zweimal, heute. Oh. Nette Nachbarn hast du. Ja, die sind echt nett. Guten Morgen! Bam! Bam, 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 bam. Ja. Was ist hiermit? Ich leg's hier auf den Boden. Ja, es ist PS, PS0 Visier. PlayStation 1 Visier. Padam, pam, pam, pam. Schabadabadadu. Alter, aber so geil. Endlich die VSS, aber nur ein Magazin. Huch, warte mal, hier hab ich. Achso. Ach, echt jetzt? Oh, falsch rum. Das geht doch. Ach so, dann leuchtet das wahrscheinlich nur, das Visier. Das PS0? EPSO? Ja, da braucht man ja auch Batterien für. Ach so. Aber das kann, da kann man auch so durchgucken, hast halt nur die schwarzen Striche. Ach, na gut, ich brauch's nicht. Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Ist eigentlich ja nur für die VSS da. Ach Quatsch, echt? Vielleicht noch für die. Nee, ich glaube für die AKs auch noch. Für die KA, ja. KA-basierte Gewehre, da gehört die VSS auch nochmal dazu. Da muss es mit dem Günther. Oh, ich hab nochmal meinen Rucksack gefunden. Naja, ich habe ja noch eins hier. Wenn ich das kann, ruhig weg, was da jetzt ist. So. Mein Jagdmesser packe ich mal weg. Dafür nehme ich das M4A1. Ne, warte, das ist im Bayonett. Apropos M4A1. Wie machen wir denn das jetzt genau? Weil jetzt angenommen. Ja, aber angenommen, wir sind dann da und dann. Oh, Wasser und Sprit fehlt. Der eine ja, aber der andere halt nicht. Wenn nicht, dann müssen wir halt. Vielleicht anstatt die scheiß Container-Dings, was weiß ich, nochmal zwei. Jeder zwei Feldflaschen mitnehmen oder so. Oder Plastikflaschen. Die befüllen wir dann jeweils mit Wasser und Benzin. Ja, aber das reicht ja auf jeden Fall, ne? Ja, Plastikflaschen? Achso, zwei, ja. Jetzt, ja. Ja, haben wir hier sogar noch zwei Stück. Zwei mit Wasser jetzt drin. Das können wir ja auch so weg. Oh, ich esse nochmal eine gekochte Paprika. Paprika. Paprika, Paprika. Ich esse noch eine gekochte Paprika. Achso, wir haben aufgehört. Nein. Ich esse noch. Ich esse noch. Okay, reicht dann für heute. Paprika. So, SKS, jetzt geht's hier los. Das geht. Ach, oh, sieht das geil aus. Nee. Hä? Guck mal, wie geil das aussieht. Mit dem Messer. Boah, ich hab die ganze Zeit das. Ich stand vorm gelben Auto und hab das Olga-Auto fertig gemacht. Hier, ich hab das Messer. Guck, ich hab das Messer dran. Das hat was. Hey, das kenne ich so. Doch, das hattest du schon mal bei unten. Ja, das hatte ich vorhin, letztes Mal, wo ich das mal gefunden hatte, nochmal ausprobiert. Das fetzt eigentlich. Das was ist, wenn ich Wasser mitnehme? Wie viel geht das runter, der Balken? Bis jetzt auch gar nicht. Oh! Okay. Ich sag mal so, Wasser kann ich hier mit dem Campingkocher sogar mitnehmen. Ja, oder mit den Töpfen. Ja, genau. Siehst du? Ich mache jetzt mal die Jute-Streifen jetzt hier nochmal. Ich habe ja letztes Mal nochmal Dings gefunden. Den makellosen Messer. Bin ich mal gespannt. Hast du noch einen Topf? Weil das ich im Auto. Ich habe zwei gefunden, glaube ich. Na gut. Ich habe nämlich auch hier drin. Ah, nee. Ich habe doch nur einen Streifen rausbekommen. Da hatte ich letztes Mal echt Glück gehabt, dass er eine mal anscheinend. Halt noch diese scheiß Netze. Habe ich die nicht sogar noch im Rucksack? Nee. Scheinwerferlampe. Der Kochtopf ist jetzt voll. Wie viel wiegt der? 2 Kilo. Was sind die Kochtöpfe? Bestimmt im weißen Auto, wa? Nein, der eine Kochtopf, der auf dem Dings drauf ist, bitte behalten. Drauf lassen. Ja, das war jetzt. Ja, der im roten, deiner, aber ich meine, ich habe jetzt hier im weißen geguckt. Achso. Weil ich hatte doch eigentlich zwei Töpfe mitgebracht. Das weiß ich nicht. Doch, die habe ich doch letztes Mal gehabt. Ansonsten, hier drinnen sind sonst noch welche. Hier, nimm den einfach. Scheißegal. Der ist auch voll. Wie machen wir das mit Benzin? Auch nochmal jeder einen Topf mitnehmen? Jetzt hast du dich bewegt, jetzt kann ich da wieder nicht so zugreifen. Auch nochmal einen Topf mitnehmen für Benzin? Ja, weil der wiegt ja nicht so viel wie so ein
Scheiß Kanister. Ja. Ja, da geht die Leiste bei mir noch nicht mal. Doch, jetzt ganz minimal. Ja, ganz bisschen. Da kommen wir rein. So, ich habe jetzt ein Wasser. Nein, Dings. Am besten machen wir so, dass jeder einer Benzin, einer Wasser mitnimmt. Nicht, dass wir nachher irgendwie vertauschen. Wo bist du? Da hinten. Wow. Da ist der. Kann man echt auffüllen, ja? Ja, ja, klar, klar. Hier ist ein Leerer. Kann man nicht. Achso, da ist was drin. Da ist was drin. Ein mittlerer Gaskanister. Den musst du rausnehmen. Scheiße drin. Ja, ja. Kann ich ja wegschmeißen, ne? Nee, geht nicht. Ich nicht. Dann müssen wir was mit Dings machen, mit, Flaschen. Scheiße. Ja. Das ist so. Ja, oder nimm mal hier halt die Dings. Die werden doch hier irgendwo, Teekannen da. Also Dings haben wir da rumstehen. Ach so. Der gute alte Teekanne. Also Feldflasche, so. Wo sind die drinne? Wir hätten hier irgendwo mehrere. Hier. Dann nimmt jeder zwei mit. Kann ich ja meine schon mal aussaufen. Meine ist ja fast leer. Fast, ja. Kann man auch nicht reinfüllen? Oh. Ja, klar. Da habe ich auch gedacht, aber nee. WTF ist so scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hatten wir doch schon mal Benzin drin. Selbst in den Plastikflaschen hatten wir schon mal Benzin. Ja, aber du kannst wahrscheinlich einfach nicht von dem großen Fass da reinfüllen. Probier mir hier die einzelne. Nö. Da steht nur trinken. Kann auch nicht umstellen. Stell dir mal auf den Boden. Den Kanister. Bin mal spannend. Wow. Ja. Ja. Auffüllen. Wow, du nimmst es weg. Was, auffüllen? Ja. Nee, jetzt füllst du das, was da drin ist, da rein, oder nicht? Nein. Ich fülle meine Feldflasche auf. Und die Feldflasche ist voll. Ja, Benzin. Was hast du jetzt gemacht? Na, einfach ran. Ich da stand, auffüllen. Warte kurz, bis ich fertig bin. Ja. Nimmst du auch dann zwei mit, ne? So. Hä? Ging jetzt? Bei mir ging's nicht. Achso, die sind ja sowieso auch leer hier. So, mach du mal denn. Ja. Na, was mit Wasser? Wasser haben wir denn in den Topf? Ich wollte gerade sagen, hast du doch auch, dachte ich. Ja. So, der reichen die zwei Töpfe auch nicht. Ja. Bis zum nächsten Wasserloch. Ja, genau das ist es ja. Wasserkrümer von überall. Ja, ist natürlich sehr wenig Benzin, was wir jetzt so haben, ne? Ja, das reicht auch easy. Das hält doch ewig, das Benzin in den Autos. Bis zur nächsten Tankstelle kommen wir damit definitiv. Ja. Gut. Okay, unterwegs nochmal Wasser. Ich nehme mir noch auf jeden Fall einmal Essen mit. Trinken in der Feldflasche habe ich genug. Habe ich auch noch mal dabei. Ja, noch mal trinken. So. Deck du dich auch noch mal richtig ein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt Daumen hoch und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.